hätte den ganzen Abend so weitermachen können. Moin, moin, na, haben wir Bock heute hier? Ja. So, Leute, ich bin Maimi. Ich bin einer der gefürchtetsten Milfs aus Hamburg. Ne? Milf verstehen wir alle. Zu Deutsch für Mütter in Lebensfrustration. Zur Info. Ich date in der Regel nur Minderheiten, ja, weil kulturell verstehen wir uns besser, ja. Die ahnen mich besser, ja. Erstes Date war mit dem Rothaarigen. Weiß, aber eine weiße Minderheit, okay, immer noch Minderheit, okay. Ja, Spaß, Türke. Rothaariger Türke, mein Gott, den wollte wirklich keiner haben. Der war wirklich für jeden Spaß zu haben, ja. Mein Gott, es war so ein schönes Date, ja, richtig oldschool. Er hat mir den Hof gemacht, der hat mich richtig behandelt wie so eine Göttin, ja. Und ich habe mich gefühlt wie in so einem Disney-Film, ja. Wie Ursula, die Seehexe. Wie ich so die kleine Ariel in meine Höhle locke. Ah, ah, ah. Sing weiter! Bis die kompletten Stimmbänder in der Muschel verschwunden waren, wenn ihr versteht, was ich meine. Mein Gott, ey, rothaarig tun echt alles. Ja, war ein schönes Date, ne? Aber meine Dating-Phase, Leute, gab's Ups and Downs, ne? Also ich hatte oftmals keinen Bock, ne? Nach einer Show kam mal ein Typ zu mir und meinte so, ey, eine Frau mit Humor und ein Körper ist wie ein Tempel. Ich möchte in dir meditieren. Ich so, ein rassistischer Penis. Nach Wanderlust. Auf Wanderlust nach Fan-Fan-Ost. Ja, meine Lieblingssorte. Und ich mach solchen Männern ungern die Fantasie kaputt. Ja, also habe ich mitgespielt. Ich so, honey, my body no tempo. Ding, da, ding, 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 ding. You like my sound? Honey, my body, mehr wie Kathedrale. Der ein oder andere Quasimodo war eh schon drin. Und in Zeiten, wo es besonders gebrannt hat, habe ich mich von Millionären berieseln lassen. Ja, Shoutout an die Notre Dame, falls es einige nicht verstanden haben, ja. Ach ja, aber nach 5 Jahren Single sein, Leute, habe ich jetzt wieder einen Partner. Ich habe einen Freund, ja. Ein Thüringer. Ja, ich bleibe meinem Beuteschema treu. Okay, Minderheit. Ein Thüringer im Rollstuhl. Und Leute, ich bin verknallt. Meine Freundin, die ganze Zeit so, ach, Maimi, du hast so ein großes Herz, dass so ein querschnittsgelähmten Mann datet, so ein großes, und ich so, bitch, you know me. Meine Schenkel waren schon immer barrierefrei. Oh, so mutig, du bist so mutig, dass du einen querschnittsgelebten Mann datest. Das ist so mutig von dir. Ich so, was meinst du mit mutig? Dein Freund hatte schon 5-mal Chlamydien und du bist immer noch mit ihm zusammen. Das ist mutig. Okay, mutig. Und er hat mich auch schon vorgewarnt, so, Schatz, du wirst auf jeden Fall die Behindertenschulung machen. Bei deinen Freunden. Und ich so, was meinst du? Ja, so, du wirst schon sehen. Und tatsächlich, meine Freunde kommen dann immer so mit so unangenehmen Fragen an. So, und es funktioniert noch, oder? So, wie macht ihr das?
Um seine Privatsphäre zu wahren, kann ich euch nur so viel sagen. Leg Day geht auf jeden Fall auf mich. Und ungefähr nach jeder Sexy Time bin ich diejenige, die nicht mehr ganz laufen kann. Okay? Leute, ihr könnt euch entspannen. Ich habe die Jokes bei ihm getestet, okay? Denkt immer daran, wenn ihr mich canceln wollt, ich habe die komplette Disabled Community hinter mir, ja? Nee, Leute, aber ich bin richtig verliebt. Ich bin richtig verliebt. Ich dachte, ich würde niemals wieder so fühlen, ja? Und ich glaube, der ist es. Er ist der eine. Der geht auf jeden Fall nirgendwo hin. Vielen Dank, das war's von mir. Moin, moin, Leute. Falls ihr noch nicht genug habt, hier sind noch zwei Videos. Okay, if you like, if you want to see more, okay? So, this very funny, ha 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 ha. Okay, and this very ho 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 ho. Okay, if you're ready, yeah, if you're ready. Und ich weiß, ihr wollt eine committed relationship, dann hier abonnieren und hier geht's zum ARD Mediathek. Wir machen es.